Hallöchen und herzlich willkommen zur wohl besten Minecraft-Zaubermod mit mir, dem Le Potter. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, obwohl, habe ich Le Potter gesagt? Ich habe vorhin in den Spiegel geschaut. Ich glaube, Le Dobby passt da besser zu mir. Egal. Heute habe ich euch wohl die beste Zaubermod mitgebracht, denn diese Mod, sie nennt sich auch Electro Blobs Wizardry Mod, fügt über 140 Zaubersprüche und Flüche in eure Minecraft-Welt hinzu. Ohne Mist, ist es wirklich so eine gigantische Anzahl. Ihr könnt schwarze Löcher kreieren, ihr könnt euch klonen, ihr könnt Mobs in Stein verwandeln, die bekommen dann sogar eine Steintextur, egal aus welcher Mob die Mobs kommen, ist es wirklich der Wahnsinn. Und, wir können Tornado erzeugen. Es gibt so vieles, was wir hier entdecken können. Und hierzu habe ich tatsächlich einen riesen Parcours in Hogwarts aufgebaut. Das hat mehrere Stunden gedauert, bis ich den hier komplett aufgebaut habe. Deswegen kommt nicht jeden Tag ein Video. Das tut mir echt leid. Ich gebe mir da wirklich sehr viel Mühe. Und demnach haben wir einiges zu sehen. Und es wird ein ganz tolles Abenteuer. Das kann ich euch versprechen. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz erstmal den Crafting-Prozess an. Wie man überhaupt an solche Zauberstückchen rankommt. Alles, was wir dazu brauchen. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Wir brauchen lediglich diese neue Workbench, die wir mit neuen magischen Kristallen kreieren können. Diese magischen Kristalle können wir ganz einfach aus neuen Erzen gewinnen. Dieses Crystal Ore wurde hinzugefügt. Oder alternativ diese Kristallblumen, die mit eurer Welt generiert wird. Genau. Wenn wir dieses Ding gecraftet haben, einen Rechtsklick ausgeführt, bitte nicht erschrecken, es sieht etwas kompliziert aus, aber es ist eigentlich relativ einfach, haben wir hier ein ganz neues Interface. Alles, was wir jetzt brauchen, ist lediglich ein Zauberstab, den wir mit Goldnuggets, einem Stock sowie einem magischen Kristall kreieren können. So, einfach zur Hand genommen. Dann brauchen wir natürlich noch den Zauberspruch, den wir auf diesen Zauberstab transferieren wollen. Da gibt es wirklich 140 zur Auswahl. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Hier ist der Tab mit den ganzen Zauberflüchen. Halleluja! Also das ist wirklich, das sind viele Bücher. Sollte bei euch irgendwie ein Stuhl wackeln, ich hätte hier ein paar Bücher abzugeben. Was hätten wir denn beispielsweise? Hier so ein Flight-Effekt, ein Hagelsturm oder so ein Force-Field. Der ist auch richtig, richtig geil. Werden wir uns natürlich anschauen. Gibt es hier auch ein Buch, was sich das Slimani-Prinzip nennt? Wird man dann irgendwie automatisch doof? Ich weiß es nicht. Nein, das war irgendwie fies. Wie kann man diese Bücher bekommen? Man kann diese nicht craften. Wir haben ganz neue, jetzt wird es richtig abenteuerlich, wir bekommen mit dieser Mod ganz neue Strukturen. Und zwar solchartige Türme. Oben drin befindet sich leider nicht Rapunzel. Ich habe ganz oft nach Rapunzel gebrüllt, aber ich habe keine Antwort bekommen. Demnach bin ich einfach reinmarschiert und oben befindet sich tatsächlich ein Zauberer. Glücklicherweise war der ziemlich gastfreundlich und wollte direkt mit mir handeln. Das ist ziemlich cool. Das heißt, von dem können wir die ganzen Bücher abkaufen. Ganz wichtig, die sind nur in kryptischer Form vorhanden. Das heißt, diese müssen wir erstmal entdecken. Wir bekommen erst den Klarnamen gesteckt, wenn wir diesen Zauber einmal benutzt haben. Und das finde ich richtig spannend. Das heißt, man kann tatsächlich ganz neue Sachen erforschen. Und es ist auch total einfach gehalten. Sollten wir allerdings irgendwas zerstören, zum Beispiel hier so ein Bücherregal, das mache ich ständig, wenn ich bei irgendwelchen anderen Leuten bin, dann wird dieser schnell aggressiv und schießt uns mit den Zaubersprüchen, mit einigen Zauberflüchen ab. Und das ist ziemlich gefährlich. Wenn ihr diesen allerdings bekämpfen solltet, könnt ihr theoretisch auch ein paar Bücher erhalten. Dann gibt es noch einen weiteren Turm, den ich entdeckt habe. Auch da bin ich einfach reinmarschiert, nach oben gekraxelt. Und ja, oben befand sich ebenfalls ein Zauberer, der allerdings ziemlich aggressiv drauf war. Ich weiß auch nicht, der hat wahrscheinlich gerade die YouTube-Trendseite gesehen. Auf jeden Fall habe ich den bekämpft und dann habe ich halt auch ein paar Sachen erhalten. Und man achte im Übrigen beim Kämpfen, hat man vielleicht gesehen, war da so ein Eisschleier um den Bildschirm herum. Und solche Spielereien finde ich richtig, richtig genial. Und so bekommt man halt diese Bücher. Eine Sache dürft ihr nicht vergessen, beim bösen Zauberer befindet sich meistens noch eine Truhe. Dort könnt ihr weitere Sachen wegsnacken. Unter anderem war da auch eine Robe. Ich glaube, es war die Storm-Robe. Das ist ziemlich interessant und ganz, ganz toll gelöst. Es gibt halt, wie gesagt, 140 verschiedene Zaubersprüche und die sind nochmal kategorisiert. Also es gibt Feuer-Zaubersprüche, Frost-Zaubersprüche, Blitz, es gibt Shadow, also Schatten, Wald, Mystery und Heil-Zauber-Effekte. Demnach gibt es auch die dazugehörigen Roben. Und das ist halt das, was ich so liebevoll gestaltet finde. Ich meine, wir können hier so eine Art Erdmagier-Ausrüstung finden. Und wenn wir diese angezogen haben, sind wir quasi zum Erdmagier geworden. Und demnach werden alle Zauberflüche, die so eine erdmagische Geschichte aufweisen, werden um 20% reduziert. Also die Mana-Kosten. Und das ist ziemlich cool. Und sieht ziemlich stylisch aus. Also wie gesagt, das finde ich echt, echt klasse. So, jetzt kommen wir endlich zu den Zaubergeschichten. Also, wir haben jetzt beispielsweise mehrere Bücher gefunden, sei es
ein Arc-Effekt, ein Summon-Zombie, damit können wir einen Zombie kreieren, der Seite an Seite mit uns kämpft, sowie einen Schneeball-Effekt. Dazu einfach jetzt den Zauberstab in die Mitte gepackt. Jetzt werden uns 5 freie Slots angeboten. Dort müssen wir lediglich die Büchereien platzieren, auf Apply gedrückt. Und schon haben wir diesem Zauberstab 3 Zauberflüche hinzugefügt. Das ist ziemlich praktisch, aber jetzt nicht die stärksten Effekte. Einfach rausgenommen, bis zu 5 können wir einem Zauberstab hinzufügen. Und das ist das Geniale. Das heißt, ihr könnt eure 5 Lieblingszaubersprüche suchen und dann euren perfekten Wunschzauberstab kreieren. Und das ist unfassbar cool. Einfach zur Hand genommen, mit Shift und Maus Rad können wir jetzt zwischen den Effekten wechseln. Und ihr seht auch unten links diese Artworks. Das ist total liebevoll gestaltet. Hier zum Beispiel bei Summon a Zombie haben wir so einen Zombie-Kopf, einen Rechtsklick ausgeführt. Und da haben wir jetzt unseren Koopa an, der heißt sogar Lecoopa92. Und nur weil du Lecoopa92 Zombie heißt, musst du dich doch nicht direkt anzünden. So schlimm ist der Name doch auch nicht, oder? Dann haben wir noch als weiteres Beispiel, was habe ich denn hier jetzt hinzugefügt? So Schneebälle können wir erzeugen, ist jetzt nicht so spektakulär. Ihr habt ja im Intro deutlich stärkere Zauber gesehen. Eine Sache müssen wir uns noch anschauen, bevor es richtig losgeht, bevor wir mit unserem Parcours starten. Und zwar gibt es halt noch Unterschiede der Stärke der Zaubersprüche. Wenn wir zum Beispiel ein Tornado, ja, auslösen wollen, so ein Tornado-Fluch, dann sehen wir schon, dass wir keinen normalen Zauberstab benötigen, sondern einen Advanced-Zauberstab. Das heißt, wir müssen diesen upgraden. Wie funktioniert das? Relativ einfach, es gibt 3 Bücher, zack, 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 einfach zur Hand genommen, diese 3 Upgrade-Bücher, einmal hier dieses Advanced-Buch, wir haben sogar ein Master-Buch, das sind dann die ganz, ganz starken Klopper, und das heißt, wir brauchen ein paar Kristalle, wir brauchen natürlich unsere Werkbank, sowie den Zauberstab. Einfach hier die Kristalle reingepackt, das Upgrade-Buch, in dem Fall dürfen wir nicht mit Advanced anfangen, wir müssen immer mit Apprentice anfangen, das ist, ich glaube, das heißt Lehrling oder sowas, bevor wir dann zum Erweiterten kommen, also Lehrling einfach hier reingepackt, das Buch des Lehrlinges, Zauberstab in die Mitte, auf Apply gedrückt und schon haben wir diesen abgegradet. Dann natürlich noch die Advanced-Variante, die haben wir ja aus dem kreativen Modus geholt. Jetzt haben wir den Advanced-Zauberstab und erst jetzt können wir den Tornado-Effekt erlernen, haben diesen hier direkt überschrieben. So, und dann werden wir dann direkt mal stürmisch und da seht ihr auch schon einen Rechtsklick ausgeführt und schaut ihn euch an. Es ist einfach, es sieht so schön aus, es ist so toll animiert und man beachte im Übrigen, wie liebevoll das gestaltet ist. Wenn der Tornado über Wasser rast, dann bekommt dieser Tornado sogar Wasserpartikel. Wie abgefahren ist das denn? Das ist ziemlich cool. Also, einfach mal just so fun hier ein Creeper gespawnt. Den Tornado-Effekt werden wir definitiv etwas später nochmal sehen. Einfach hier mal den Tornado hier ausgeführt und schon werden die Creeper durch ganz Hogwarts gewirbelt. Warum auch nicht? Ja, Hogwarts, mal wieder Tag der offenen Tür. Warum eigentlich immer alle Reis ausnehmen, wenn ich hier bin? Ich verstehe es nicht. So, genau. Dann habt ihr schon gesehen, die Bücher verschwinden im Übrigen nicht. Das ist ziemlich cool. Das heißt, diese können wir auch teilen. Wer kennt es nicht? Die Piraterie unter Zauberern gab es ja damals auch schon. Das Interessante ist, wenn ihr jetzt kein Upgrade-Buch habt, aber ihr habt einen ganz tollen Effekt gefunden und wollt ihn unbedingt nutzen, dann könnt ihr auch auf sogenannte Scroll, also auf sogenannte Schriftrollen zurückgreifen. Die können wir ganz einfach mit einem Faden und Blatt Papier quasi craften. Einfach zur Hand genommen und dann einfach hier das Scroll hier reingepackt. Wir brauchen dazu allerdings ein paar Kristalle. Tornado hier oben reingepackt, auf Apply gedrückt und jetzt haben wir eine Schriftrolle des Tornados. Und das heißt, das Ding können wir einmal nutzen. Ich gehe mal ganz kurz in den Survival-Modus. Ein Rechtsklick ausgeführt, die Rolle verschwindet und wir haben den Tornado ausgelöst, ohne dass wir jetzt ein... Ja, super, super großartiges Kino. Ja, jetzt bin ich wach, ist ja gut, ist ja gut. Ja, demnach geht es endlich los mit meinem aufwendigen Parcours quer durch Hogwarts. Ich muss dazu sagen, dass ich dieses Video in 3 Teile aufteilen werde. Jetzt werden wir uns erstmal die einfachen Zaubersprüche anschauen, die vielleicht ein bisschen fad wirken. Dann kommen wir zu den Advanced-Geschichten, das ist dann auch der Tornado und so weiter. Das ist dann die Größe, da können wir auch unsichtbare Wege erzeugen. Das wird unfassbar toll. Und zum Schluss im dritten Part dann Erdbeben und Klonen und so weiter. Das kommt dann im dritten Part. So, wir fangen erstmal an mit den einfachen Sprüchen. Einfach mal hier zur Hand genommen. Die ersten wirklich, wirklich ganz Pillepalle. Das ist wirklich Kindergarten. Obwohl Kindergarten und Feuerzeug, weiß ich nicht. Also Feuer, das ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit, hier mit dem ersten einfach nur Feuer zu erzeugen. Ist einfach wie ein Feuerzeug, ne? Ist nicht so spektakulär. Dann als nächstes haben wir den Freeze-Zauberspruch. Damit können wir Wasser in Eis verwandeln. Oder bei der Testaufnahme habe ich Eis in Eis verwandeln gesagt. Das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Oder halt Schnee erzeugen, ne? Das ist auch jetzt nicht so prickelnd. Dann als nächstes, jetzt geht's richtig los. Jetzt haben wir kleine offensive Zaubersprüche. Die ist, ja, klein, aber oho. Die sind ziemlich spannend. Ich werde die einfach mal allesamt mitnehmen. Dann werde ich hier ein paar Creeper erzeugen. Und diese werden wir einfach mal
nach Lust und Laune mit diesen Zaubersprüchen bekämpfen. Als erstes haben wir den Schneeball. Gut, das ist jetzt nicht so spektakulär. Damit können wir endlos Schneebälle erzeugen. Natürlich nutzt sich das irgendwann ab. Und dann brauchen wir diese Kristalle und natürlich auch wieder dieses Tischchen da hinten, um diese wieder aufzuladen. Ne? Das sei an dieser Stelle gesagt. Dann als nächstes der erste Zauberspruch aus der Kategorie Elektrizität. Hier einfach mal ausprobiert. Damit können wir einen richtig coolen Blitz erzeugen. Cool, oder? Ich bin jetzt kein Elektriker, auch wenn ich einen kurzen habe. Bei einem Creeper wäre das, glaube ich, nicht so gut mit Strom zu hantieren, weil die laden sich natürlich direkt auf. Die Reichweite ist jetzt nicht so weit, dafür bekommt er ordentlich Schaden und wir können ihn auf lustige Art und Weise hier bekämpfen. Dann als nächstes haben wir den Thunderbolt-Effekt. Der ist ziemlich cool. Auch so eine Art Blitzgeschichte, welches wir aus weiter Entfernung nutzen können. Und man beachte bitte die ganze Soundkulisse, das ist ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Da hinten entstehen sogar ein paar Explosionen. Partikel. Ich würde da gerne mal mehrere spawnen. Vielleicht können wir da sogar mehrere angreifen. Wie sieht's aus? Nein, wir können immer nur einen treffen. Dann als nächstes, eben gerade schon gesehen, können wir ganz einfach hier einen Zombie spawnen. Dann als nächstes im Gepäck, auch ganz, ganz toll, haben wir den sogenannten Snare-Effekt. Das sind einfach Fallen, die wir auf den Boden setzen können. Und die Idee ist ziemlich cool. Das heißt, wir haben hier so einen grünen Kranz. Und wenn da irgendwer drauf treten sollte, dann bekommt er einen Slowness-Effekt und er bekommt Schaden. Das können wir direkt mal ausprobieren. Dazu gehe ich mal geschwind in den Survival-Modus. Ich hoffe, dass ich nicht allzu schnell rede. Seht ihr, das auch schon ein Slowness-Effekt und er bekommt Schaden und natürlich der Trottel läuft nochmal drüber. Aber auch gerade im Multiplayer-Modus macht das bestimmt besonders viel Laune. Oder wenn man sein eigenes Add-on schreibt und demnach noch weitere Features hinzufügt, die man sonst so noch nicht gesehen hat. Dann als nächstes haben wir einen Dart-Effekt. Cool. Na gut, die Dartscheibe ist in dem Fall grün von mir aus. Ja gut, mit schwarzen Punkten. Vielleicht treffen wir sogar einen schwarzen Punkt. Ist vielleicht auf den ersten anscheinend nicht so spektakulär. Wie gesagt, am Anfang erster Part, ich weiß, das wird ein bisschen fade, weil es sind eher die kleineren Zaubersprüche. Aber ich finde halt ziemlich cool, dass hier so ein paar Blätter gespawnt werden. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist, ich weiß nicht, von den Partikeln her gefällt mir das. Das ist wirklich schön. Dann als nächstes haben wir den Heileffekt. Gut, bei meiner Wenigkeit kann man mich überhaupt noch heilen? Ich wüsste ja nicht. Also das, was ich auf YouTube verzapfe, also, das geht nicht. So, okay, Creeper, komm mal her. Bitte spreng uns mal in die Luft. Hallo? Du bist kein Zaun. Mann! So, auf jeden Fall seht ihr auch schon, wir können uns ein wenig heilen, aber auch nur ganz wenige Herzen. Ich glaube so 2 Herzen oder so. Es gibt da deutlich bessere Heilzauber. Im Übrigen hier, wir bekommen keinen Schaden, wenn wir selber über diese Dinger laufen. Das sei an dieser Stelle erwähnt. Jetzt sind wir im Übrigen im Survival-Modus. Das heißt, wir können nicht erkennen, um welchen Effekt es sich hier handelt, bis wir ihn einmal richtig eingesetzt haben. Das ist in dem Fall der Telekinese-Effekt. Sollte zumindest der Telekinese-Effekt sein. Das heißt, solltet ihr irgendwelche Objekte hier zu Boden haben, dann könnt ihr mit einem Rechtsklick diese einsammeln. Warum dieser Zauberstab in der offensiven Truhe lag, keine Ahnung. Habe ich versehentlich da reingetan. Die Reichweite ist eher so mittelgut. Also hier können wir noch immer nicht das Gunpowder holen. Erst wenn wir ziemlich dicht an dem Gunpowder sind, dann funktioniert das Ganze. Ebenfalls sehr schwach ist die Tatsache, dass wir keine XP-Kügelchen anziehen können. Ich meine, wir haben schon so viele Zaubermods gesehen mit irgendwelchen Zaubersprüchen, wo wir Objekte anziehen können, aber nie hat das mit XP funktioniert. Das ist sehr schade. Naja, egal wie dem auch sei, es geht direkt weiter mit der nächsten Geschichte. So, palim palim, jemand zu Hause? So, bisher haben wir ja noch nicht so viel kaputt gemacht, ne? Vielleicht da was angezündet, noch kann der Fisch nicht sauer auf uns sein, der Hausmeister. So, dann geht's direkt weiter, obwohl, ich weiß, ich kenne die Zaubersprüche mittlerweile auswendig. Als nächstes haben wir einen Light-Effekt, ganz kurz gezeigt. Damit können wir diese wunderschönen Perlen an die Wand hängen. Ja, Robert, da geht einem doch direkt ein Licht auf vor Freude. Zack, sehen schön aus, außergewöhnlich, es ist nicht nur irgend so ein eine Fackel, die irgendwo hingesetzt wird, das hatte man ja auch öfters. Nein, mit einem ganz tollen Sound begleitet werden diese Kügelchen hier zum Leben erweckt. Schön, oder? Ich bin wie so eine Mücke. Ich kann einfach diesen Blick nicht widerstehen. Nein, geh weg. Super, mit einem Zauberstab einfach draufhauen. Auch nicht schlecht. So viel zu dieser Spielerei. Dann als nächstes kommen wir zu diesem hier. Und zwar ist das der Metamorphis-Zauber. Ja, deswegen ein sehr langer Name. Aber wie gesagt, ich kenne die Mod schon auswendig, weil ich mich für etliche Stunden nur vor euch mich mit dieser Mod beschäftigt habe. Damit können wir ganz einfach eine Kuh beispielsweise in eine Pilzkuh verwandeln. Cool, oder?
Von der Idee her ist das wirklich super außergewöhnlich. Es ist jetzt nichts Spektakuläres, aber vom ganzen Aufwand her ist es toll. Vielleicht ein bisschen zu günstig, weil so eine Pilzkuh ist ja doch ziemlich selten, glaube ich, ne? Vor allen Dingen mit dieser Minecraft-Version hier. Oder halt ein Skelett in einem Wither-Skelett, warum man das auch immer tun sollte. Oh Gott, schnell in den kreativen Modus. Ja, greif es an, friss es auf. Dann haben wir einen Slime, den können wir noch in so einen Magma-Cube verwandeln. Der ziemlich groß ist, okay. Das ist interessant. Ich habe das vorhin mal beobachtet. Ich hatte hier ein kleinen Slime, der wird da zu einem ganz großen, oder was? Nee, das ist irgendwie, mit der Größe ist das, mit der Größe ist es ein bisschen merkwürdig mit den Dingern. Egal. So, somit hätten wir dieses Ding abgehakt, das heißt, wir können Slimes in Magma-Cubes, aber Magma-Cubes auch in Slimes umwandeln, ne, das sieht man hier, also wir können die auch zurückverwandeln. So, dann geht es direkt weiter mit dem nächsten, und zwar hier, guck mal, keine Kosten und Mühen gespart, nur für euch hier ein kleiner Teleporter hingesetzt, zack, und schon sind wir außerhalb. Ah, frische Luft. So, genau, hier in dieser Truhe befindet sich so der sogenannte Growth-Aura-Zauber. Der ist ziemlich praktisch, aber wirklich auch nicht so spektakulär. Lediglich ein Bone-Meal-Effekt können wir hier kreieren. Das ist, naja, ist jetzt nicht so spannend. Damit können wir aber auch unsere Farm zum Wachsen bringen. Yay, nie mehr wieder Fruchtzwerge auf die Erde kippen. Ich freue mich. So, das ist Metamorphis, nein. Obwohl, kann man vielleicht Weizen dann irgendwie in ein Steak verwandeln. Das wäre natürlich auch lustig. Oder so ein Brot. Ah, das wäre irgendwie lustig. Egal, es geht direkt wieder zurück. Und wir kommen zur nächsten offensiven Welle, bevor wir dann weitere praktische Zauber uns anschauen. Ich ziehe mich direkt aus. Jetzt bin ich blank. Yay, ist ja keiner hier, ne? Sieht uns ja keiner. So, hier sind sehr, sehr viele Geschichten. Hier haben wir zum ersten Mal auch so eine richtige Feuergeschichte. Also wir haben hier Feuerzauber, Eiszauber, wir haben hier diese elektrischen Geschichten, sowie diese mystische Sache. Diese ähneln sich zum Teil und das ist wirklich sehr interessant. Zum Beispiel haben wir so ein Flammenray, ein Frostray, sowie ein Blitzray. Diese werden wir einfach mal mitnehmen. Wir werden hier mal Creeper blenden. Ich weiß, das ist zwar langweilig, immer derselbe Gegner, aber vielleicht können wir ja mit der Mod sogar mal einen anderen Mob bekämpfen. Wenn ihr darauf Bock hättet. Diese Rays sind sehr interessant. Damit können wir halt, ja, haben wir so eine Art Sod brennen und können hier Feuer speien. Spüre meinen feurigen Atem. Ja, das ist schon ziemlich spannend hier, ne? Advent, Advent. Der Creeper brennt. Erst eins, dann zwei. So, und selbiges können wir auch mit dem Frost machen. Da bekommen diese noch einen zusätzlichen Effekt. Und zwar können sich Gegner nicht mehr bewegen. Funktioniert natürlich auch mit Mitspielern. Und allein, ich weiß nicht. Also wie gesagt, es ist zwar jetzt nicht so der perfekte Effekt oder der beste Effekt, aber ich finde das Design unfassbar cool. Dann haben wir noch zum Schluss diesen Blitzeffekt. Hier sehen wir ihn auch schon. Gut, das ist natürlich wieder beim Creeper eher kontraproduktiv. Hier hat man halt auch den Nachteil, dass die Reichweite jetzt nicht so gut ist. So, das sind quasi die ersten drei Zaubersprüche. Dann geht es direkt weiter. Wir haben hier noch weitere Kategorien, die sich ähneln. Und zwar hier diese. Das sind hier, wir hatten ja eben gerade diese Blätterfallen. Jetzt haben wir eine Blitzfalle, eine Frostfalle und eine Feuerfalle. Die sind auch ziemlich nützlich. Hier sehen wir zum Beispiel den Feuerkreis. Wir werden jetzt einfach mal den Creeper da drauf setzen und dann seht ihr auch schon, dass diese halt flambiert werden, wenn irgendwelche Mitspieler darauf stoßen sollten. Dann als nächstes haben wir den Frost, auch diesen werde ich mal hier hinsetzen. Hier bekommt man lediglich so eine Art Slowness-Effekt wieder, kurz gezeigt. Dieser Creeper kann sich demnach nicht mehr bewegen. Und dann haben wir noch den Lightning-Effekt. Und der ist wirklich ziemlich spannend, hier diese Lightning-Falle. Ich werde einfach mal ganz viele hier hin platzieren. Und das Interessante ist hier, abgesehen von den ganz tollen Partikeln, wie gesagt, es ist liebevoll gestaltet, auf sowas achte ich. Das ist perfekt. Kann ich einfach mal ein paar Creeper spawnen. Und dann können wir diese mal da drauf lotsen. Und dann seht ihr auch schon, dass der hier ist draufgetreten und dieser Funken ist weitergeleitet auf andere. Habt ihr das gesehen? Und das ist wirklich ganz toll. Das heißt, es gab hier so eine Art Funkensprung schon fast. Und demnach wurden auch andere Creeper elektrisiert. Und ja, ich weiß nicht. Das ist wirklich, ja, gefällt mir. Es ist mal was anderes, ne? Das sind quasi diese Fallen. Mit denen würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle arbeiten. So, was hat der Papa denn noch so im Gepäck? Hier haben wir eine Feuerbombe und eine Sparkbombe. Das ist auch ziemlich praktisch. Da können wir halt ziemlich viele Mobs auf einmal mit abschießen. Die Feuerbombe, zack. Wow, das ist doch mal richtig cool. Damit können wir auf jeden Fall einige zum Leuchten bringen. Oder halt hier mit dem Spark, da können wir auch halt mehrere Mobs auf einmal bekämpfen. Ne? Das ist und treffen. Das ist wirklich, ich weiß nicht, es ist so eine kleine Spielerei. Dann als nächstes, was probieren wir jetzt aus? Hier haben wir noch drei individuelle Zaubersprüche. Zum einen einfach nur so ein Feuerball, ist jetzt nicht so spektakulär, einfach drauf gefeuert. Damit können wir halt einen einzelnen Creeper in Flammen setzen. Der kriegt noch nicht mal irgendwelche Hitpoints abgezockt. Dann haben wir ja eine Statue. Guck mal hier, ich kann nicht löschen. Finde ich richtig lustig. Ich glaube, du wolltest du etwa hier den Schalter betätigen?
Unglaublich. Jetzt haben wir hier einen Ötzi kreiert. Ziemlich cool. Ich würde das auch irgendwann mal gern mit anderen Mobs ausprobieren, die ein bisschen größer sind. Aber das schaffe ich jetzt zeitlich nicht in diesem Video, weil wir doch noch sehr vieles zu begutachten werden. Und dann haben wir noch den Homing Spark. Der ist ziemlich lustig. Ich werde noch mal ein paar Creepers spawnen, obwohl die hängen jetzt alle in diesem Eisblock drin. Dieser Spark, dieses Pünktchen, agiert ein wenig wie so ein Magnet. Das probieren wir mal aus. Ich schieße jetzt einfach mal hier direkt neben dem Creeper. Und seht ihr auch schon, dass dieser direkt zu einem anderen Creeper mit etwas Glück fliegt. Ja, nicht immer. Eben gerade haben wir einen gesehen, der ging komplett daneben. Ja, da habe ich, weiß ich nicht. Also so werf ich auch im echten Leben, weil es komplett daneben. Und dann können wir halt wie Magneto, wie Magneto hier irgendwelche Kügelchen lenken. Ne? Also nicht mit WASD, sondern das macht ihr hier halt automatisch. Das ist ziemlich cool. Das gefällt mir. Selten sowas Cooles gesehen. Was haben wir denn noch so im Gepäck? Wir haben noch ein paar Sachen übrig, bevor wir dann weiterziehen. Das ist, wie gesagt, so eine offensive Geschichte. Ich werde jetzt einfach mal die nächsten mitnehmen. Dann haben wir als nächstes Ice Shards. Das sind so ganz gefährliche Eispartikel, die wir durch die Gegend schießen. Hier gibt es aber noch den Hagelsturm als Effekt. Da kann man halt ganz viel Schnee erzeugen und dann fliegen ganz viele Eissplitter in alle Richtungen. Das ist richtig geil. Das schauen wir uns aber, ich glaube, im zweiten Part schauen wir uns das sogar an. Ja, das ist die Advanced-Geschichte. So, zack, 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 zack. Damit können wir auf jeden Fall ziemlich viel kaputt machen. Kostet theoretisch einiges an Mana. Dann als nächstes haben wir den Firebolt-Effekt. Hier sehen wir auch schon, auch Feuer und Flamme ist der Creeper dabei. Und er wird wahrscheinlich draufgehen. Ja, das ist einfach, es ist etwas stärker als so ein Flammen, als so ein Feuerball. Denn der Creeper bekommt noch zusätzlich ein paar Hitpoints. Deswegen würde ich diesen eher bevorzugen. Kostet wahrscheinlich ein paar Mana-Pünktchen mehr. Dann haben wir noch zum Schluss, wir haben ja noch ein paar drin. Dann haben wir hier noch den Lightning Arrow. Damit können wir Blitze durch die Gegend schießen. Jetzt brauchen wir da nochmal ein paar Creeper. Ich hoffe, dass ich da genügend drin habe. Einfach drauf gefeuert. Zack. Hier können wir auch nur einen einzelnen treffen. Ne? Ist jetzt eigentlich, ja, weiß ich nicht, hatten wir schon öfters gesehen. Dann als nächstes haben wir hier noch sehr interessante Geschichten. Jetzt kommen wir so in die mystische Kategorie. Als erstes haben wir den sogenannten Life Drain Effekt. Damit können wir quasi den Creeper aussaugen. Wie so eine Mücke. Lecker. Wer wollte noch nie an einem Creeper nuckeln? Genau, und damit bekommen wir dann zusätzlich ein paar Herzchen gut geschrieben, ne? Ziemlich praktisch, ziemlich cool. Und das hier ist eigentlich am unspektakulärsten. Bekommen wir eher, ja, einfach nur einen Wither-Effekt können wir hier demnach verteilen, ne? Aber die Soundkulisse, die Partikel, ist okay. Ist okay, kann man, ja, weiß ich nicht. Würde ich aber wahrscheinlich mir nicht besorgen. Das wäre einfach zu langweilig. Dann haben wir noch drei besondere Zauberstäbe. Und zwar können wir mit diesen, haltet euch fest, einige weitere Mitstreiter spawnen. Eben gerade haben wir schon den Zombie gesehen, der uns aber nicht geholfen hat. Wir haben hier, genau, die Möglichkeit, hier zum Beispiel ein Skelett zu spawnen. Dann haben wir hier, Moment, ich muss hier gerade mal scrollen, die Möglichkeit, einen Schneemann zu kreieren. Yay, guck mal hier. Da ist er auch schon. Na, mein Freund. Wieso mögen die mich nicht? Was ist mit dir kaputt? Was ist mit dir los? Warum? Oh, wieso sind die alle so suizidgefährdet? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann haben wir hier noch einen Geisterhund. Sag mal, Mann! Das ist doch unglaublich. Mann, das kann nicht wahr sein. Wieso ist jeder gegen mich? So, dieser Part ist noch längst nicht vorbei. Wir haben hier noch die große Halle. Hier befinden sich noch vier richtig geile Zauberstäbe. Unter anderem eine Blase. Damit können wir einen Mob in eine Blase verwandeln und diese schwebt dann nach oben. Das ändert einen so ein bisschen an SpongeBob. Dazu komme ich dann gleich. Und dann werden wir noch die Treppe da hochgehen. Dort werden wir noch temporäre Äxte, Spitzhacken, Schwerter und ähnliches kreieren. Also, wir gucken mal ganz kurz in diese Truhe und werden jetzt diese vier Zaubersprüche noch ausprobieren. Das ist jetzt eher so die giftige Variante. Zum einen haben wir hier eine giftige Bombe. Pam! Giftige Bombe heißt so viel, dass wir natürlich auch mehrere Mobs auf einmal treffen können. Diese werden dann knallhart vergiftet. Dann haben wir als nächstes einen giftigen Wirbelwind. Zack! Damit haben wir die Möglichkeit, einfach so ein Knockback hinzuzufügen. Ist halt lustig, weil wir haben halt hier so eine kleine, niedliche Wolke, die generiert wird. Und die sorgt einfach dafür, dass die halt in die Walachei geschossen werden. Dann haben wir noch, eben gerade schon angeteasert, eine Art Blase, zack, die wir hier kreieren können. Und das sieht einfach so lustig aus. Ja, der verwandelt sich einfach in eine Blase und, ja, schwebt von dann. Nicht wahr? Die Technik, die Technik, die Technik. Und dann haben wir noch so eine Art Giftwolke. Damit können wir halt einen einzelnen
Creeper in die Luft, in die Flucht jagen. Ja, aber dazu brauche ich eigentlich auch keinen Zauberstab, ja, also um irgendwelche, mit irgendwelchen komischen Dämpfen, irgendwelche, ja, Leute zu vertreiben. Egal, das, ich schweife ab. Dann geht's direkt weiter, etwas unspektakulärer wird es mit dem Blink-Effekt. Wie gesagt, es sind noch immer die einfachen Zauberstäbe. Diese Upgrade-Geschichte kommt ja, wie gesagt, im zweiten Part, obwohl wir einige gleich noch sehen werden. Mit dem Blink-Effekt können wir uns lediglich von A nach B teleportieren. Allerdings habe ich hier noch nicht die Reichweite gecheckt. Mal gucken, können wir bis da oben vielleicht uns sogar teleportieren? 1, 2, 3, Feuer! Nein, es geht nicht. Ja, man hat nur eine sehr kurze Reichweite. So, okay, aber da gibt es auch noch einen etwas besseren Zauberstab. So, ich springe einfach mal wackelig, wie ich bin, drüber. Dann geht's direkt weiter mit diesem Zauberstab. Damit bekommen wir lediglich eine Schnelligkeit und eine Sprungkraft. Ne, hier sehen wir, es kann ein bisschen höher springen und ziemlich schnell die Stufen hochrennen. Yay, das ist so cool. Oh, na gut, das ist nicht so spektakulär, um ehrlich zu sein. Es geht direkt weiter und ich weiß, ich rede in den Videos viel zu schnell, aber ich weiß nicht. Es sind halt so viele Zauberstäbe und ich möchte es nicht langweilig wirken lassen. Ja, jetzt kommen wir zu einer ganz tollen Geschichte und zwar kommen wir jetzt zu Objekten, die wir für eine gewisse Zeit behalten können. Ihr seht auch schon, wir haben jetzt hier, das sind nicht mehr die einfachen Zauberstäbe, wir haben sogar hier Advanced-Zauberstäbe dabei. Also die sind schon eine Ecke härter, ne? Das ist so Kategorie Tornado, ne? Wir haben hier einen Steinwand, da möchte ich durch. Und das heißt, wir brauchen natürlich ein Werkzeug. Wenn wir das nicht zur Hand haben, können wir beispielsweise jetzt habe ich natürlich die Namen verborgen, großartiges Kino. Ich tippe jetzt einfach mal auf den hier. Ja, wunderbar. Guck mal hier, eine Spitzhacke, die wirkt sogar sehr durchsichtig und verschwindet nach einer gewissen Zeit, nutzt sich also automatisch ab. In dem Zeitraum können wir diese Spitzhacke nutzen, hat im Übrigen 4 Angriffsschaden. Unten rechts sehen wir im Übrigen die Dauer, wie lange wir diese Spitzhacke noch behalten können, obwohl... Nee, das kann doch nicht sein. Nee, das ist Quatsch. Entschuldigung, das ist Quatsch. Das ist nur, wenn ich hier einen abbaue, dann wird er hier... Ah, dann wird er... Okay, tut mir leid, das war mein Fehler. Okay, also wie gesagt, nach einer gewissen Zeit verschwindet dieses Gerät. Dann haben wir als nächstes eine Holzwand. Hierzu brauchen wir einen von diesen Zauberstäben. Hier haben wir zum einen eine Flaming Axe, eine flambierte Axt. Hier sehen wir diese, einfach aktiviert. Und die sieht wirklich echt geil aus. Diese brennt sogar, das ist echt cool. Ich weiß nicht, wie lange ich im echten Leben so eine brennbare Axt in der Hand halten könnte. Aber okay, ich darf nicht zu viel reden, sonst ist unsere Zeit, läuft uns ja davon. Einfach hier das Holz abgebaut, jetzt kommen wir munter durch. Das Ding hat noch eine zusätzliche Fähigkeit, deswegen ist es advanced. Wir können Mobs flambieren und zwar für eine etwas längere Zeit und außerdem fügt dieses Gerät einem 7 Angriffsschaden hinzu. Und das ist wirklich richtig, richtig viel. Somit hätten wir diese Axt abgehakt. Eine weitere Axt ist die sogenannte Frost Axe. Genau, die ist, glaube ich, die würde ich sogar eher craften. Auch die macht 7 Attack Damage. Aber hier können wir dem Mob einen sehr fiesen Effekt hinzufügen. Und zwar kann sich auch hier der Mob für eine ziemlich lange Zeit nicht bewegen. Dann haben wir natürlich noch ein temporäres Schwert mit 6 Attack Damage. Demnach ist es jetzt nicht so ein Advanced-Zauberstab, weil es jetzt nicht so stark ist und keine besonderen Effekte aufweist. Aber warum nicht? Ein Schwert, welches nach einer gewissen Zeit verschwindet, hier optisch auch ganz, ganz toll designt. Was haben wir denn hier noch als nächstes? Ach so, genau, noch ein Bogen darf natürlich auch nicht fehlen. Ein Rechtsklick ausgeführt. Und hier haben wir ihn auch schon. Wir brauchen noch nicht mal Pfeile. Wie geil ist das denn? Einfach mal hier ein paar Creeper gespawnt. Nein, geh weg, geh weg. Nein, ich habe den Hund getroffen. Das wollte ich nicht. So, und damit hätten wir diesen Creeper bekämpft. So, jetzt haben wir noch eine letzte Station, bevor ich dann den zweiten Teil direkt auf dem Bildschirm verlinken werde. Dort kommen dann die Advanced-Zauberstäbe unter anderem dran. Im dritten Teil, wie gesagt, die Master-Geschichten. Jetzt haben wir hier noch 4 letzte Zauberstäbe, die auch sehr interessant sind. Zum einen haben wir erstmal ein Schild. Schon abgenutzt? Ne? Wer hat denn daran genuckelt? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nein, auf jeden Fall einfach mal hier ein Skelett gespawnt und einfach hier dieses Schild aktiviert. Und wir bekommen halt hier so ein Lichtfeld und die Pfeile prallen halt ab. Ist jetzt eigentlich nicht so spektakulär vom Effekt her, aber vom Design ist das richtig, richtig genial. Ja, guck mal hier. Na, sag mal einer, ich wäre keine Leuchte, ne? Also das ist wirklich, guck mal, aua. Okay, jetzt haben wir noch einiges auszuprobieren. Also, sollten wir vergiftet sein, kurz gezeigt, können wir uns mit diesem Zauberstab uns heilen. Zack. Könnte man eventuell... Ich kann euch nur daran erinnern, man kann ja immer 5 Zaubersprüche auf einem Zauberstab legen. Vielleicht sollte man den auf jeden Fall irgendwie mal nutzen, weil das ist ja doch ziemlich hilfreich. Dann als nächstes haben wir diesen hier. Das müsste entweder der Heiling- oder der Hungereffekt sein. Wir gucken einfach mal. Ah, guck mal, wir haben ein paar Hungercoin gut geschrieben bekommen. Sehr cool. Das nenne ich mal eine Diät. Einfach mal an so einem Stock nuckeln. Ich weiß nicht, also ich würde wahrscheinlich den aus Frust wahrscheinlich auch irgendwann auffressen. Oder halt hier, damit könnten wir uns theoretisch heilen. Ich lasse mich nochmal ganz kurz treffen. Ich sagte, ich lasse mich... Hallo? Was machst du mit mir?
Wieso trifft er mich denn nicht? Also so dünne Spaghetti-Arme hatte ich nun auch nicht. Es geht nicht. Nein, ich habe was verwechselt. Nein, das kann nicht wahr sein. Asche auf mein Haupt. Asche auf mein Haupt. Damit können wir andere Mitspieler heilen. Verdammte Axt. Oh, weg damit. Ich denke immer nur an mich selber. Hier, Musketiere, alle für einen. So, genau. Ja, damit hätten wir diese Geschichte abgehakt. So, ich drücke schon mal hier auf diese Plattform, denn jetzt geht es wieder raus und es regnet. Nein, wäre ich bloß drin geblieben. Ja, das ist quasi der erste Teil gewesen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Den zweiten Teil findet ihr direkt hier auf dem Bildschirm. Ich hoffe, dass wir uns dann dort spätestens wiedersehen zu den Advance-Geschichten mit Tornado und einiges mehr. Das war der Locopa. Ich würde sagen, bis gleich, bis dahin und tschüss.